Nach dem, na sagen wir mal, verschlafenen Saisonstart sahen sich die Verantwortlichen der Basketballer von den Dresden Titans doch noch einmal gezwungen zu handeln. Es musste dringend ein Center für die Elbriesen her und den Riesen fanden sie in den USA. David Robert Sterner ist der neue Schnellimport in den Reihen der Dresdner und der findet es auch richtig gut hier. It's a lot better competition here. Um ehrlich zu sein, es wird hier besser gespielt und auch die Stimmung unter den Fans ist großartig. Ich habe beide Spiele gesehen und finde, wir haben eine außergewöhnliche Fangruppe. Müsste ich wählen, ich würde jedenfalls lieber hier spielen als wieder zu Hause. Und David machte bei seinem Auftritt in der heimischen Halle auch gleich richtig Wind. Vor 865 Zuschauern in der Margon Arena lieferten aber alle Titanen von Beginn an gegen die TG Würzburg Baskets Akademie eine engagierte Leistung ab. Dabei bewies David Robert Sterner als neuer Center mit am Ende 11 Punkten und 11 Rebounds, dass er nach diesen zwei Wochen bei den Titans die Mannschaft durchaus stärker machen kann. Dennoch hält Cheftrainer Thomas Czewinski eine Steigerung für möglich. Heute noch schwache Wurfquoten. Aber ihn haben wir erst ganz kurz vor dem Start dazu gekriegt, dass wir es also die anderen 6 Wochen in der Vorbereitung hatten. Das macht er jetzt und war aber wichtig, weil er viel Intensität spielt. Und gerade mit Max, der dahinter von der Bank kommt, haben wir da eine tolle Kombination. David harmonierte gegen die Akademiker in der Margon Arena jedenfalls mit seinen neuen Mannschaftskameraden. Doch man stellt sich immer wieder die Frage, wie kommt ein Verein wie jetzt die Dresden Titans zu den betreffenden Spielern? Zum einen hat man natürlich Spieler, die man selber kennt. Das heißt, das läuft eigentlich das ganze Jahr. Ne? Wir schauen auch in der Liga, was gibt es für Spieler, die gut sind. Sprechen die an, ob die sich vorstellen können, in Dresden zu spielen. Reden mit denen darüber, wie viel Geld sie verdienen wollen, was für eine Situation sie brauchen, was ihre Ziele sind. Weil die müssen ja auch zu uns passen, sowohl spielerisch wie auch charakterlich. Aber es gibt natürlich auch den Weg, den klassischen Weg über einen Agenten. Also die meisten Spieler, zumindest die Profis, haben Agenten. Die kontaktiert man, die schicken einem eine Liste mit Videolinks und so weiter und so fort. Okay, und dann klickt man sich da durch und schaut natürlich, was braucht man für einen Spieler, welche Position, was soll der für Eigenschaften mitbringen, was brauchen wir als Dresden Titans, um erfolgreicher zu sein. Okay, und dann schauen wir natürlich und sprechen mit den Agenten, wie das funktioniert und ja, dann kommt man entweder ins Geschäft oder eben auch nicht. Die heimischen Korbjäger spielten von Beginn an äußerst konzentriert gegen die Nachwuchsmannschaft aus Würzburg. Und so erarbeiteten sie sich über ein 17:15 im ersten Viertel eine 36:27 Halbzeitführung. Bis dahin durchaus komfortabel und einer hatte bis dahin mit einer enormen Leistungssteigerung auch beigetragen. Walter Simon. Zu Beginn der Saison mit sich und seinem Spiel noch etwas unglücklich und hadernd, ließ er gegen die Franken mal richtig einen rausgucken und war am Ende mit 18 Punkten erfolgreichster Werfer der Titans, die das auch dringend brauchten. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich nach vor allem dem ersten Spiel, sehr schwachen Spiel, heute eine ganz gute Leistung gezeigt habe. Und ja, ich glaube, das war für die Mannschaft ganz wichtig, so einen Sieg jetzt zu holen, so einen Arbeitssieg. Das ist die einzige Möglichkeit, wo wir da jetzt rauskommen, indem wir einfach weiterarbeiten. Und heute hatten wir am Ende auch ein bisschen Glück. Und man hat uns, glaube ich, so ein bisschen die Nervosität auch angemerkt, dass alle dachten, dass wir es gewinnen müssen. Aber ja. Heute hatten wir ein bisschen Glück, aber das freuen wir uns natürlich drüber. Von der angesprochenen Nervosität war in dieser Begegnung zwischenzeitlich überhaupt nichts zu spüren. Im dritten Abschnitt bauten die Elbriesen die Führung sogar auf 46:30 aus. Doch dann kam offensichtlich das Zittern bei den Gastgebern. Beim Stand von 61:52 spielten die Titans plötzlich keinen Basketball mehr. Die Dresdner verloren vollkommen ihre Linie und ließen die Würzburger noch einmal zurück ins Spiel kommen. Als sie 3 Minuten vor Schluss erstmals seit dem Auftaktviertel mit 63:64 in Rückstand gerieten, drohte das Spiel endgültig zu kippen. Doch kurz vor der Schlusssirene kam dann der Auftritt von Daniel Krause. Er erlöste mit einem 3-Punkt-Wurf Mannschaft, Trainer sowie Fans von allen Sorgen und traf zum 68:65 Siegtreffer. Das ist ein Adrenalinschub. Glücksgefühle pur, es ist natürlich die Situation, die man im Basketball eigentlich, das ist so mit die krasseste Situation, die man hat. Und wenn dann sowas mal klappt, dann ist das einfach ein purer Befreiungsschlag. Es ist einfach geil. Der Erfolg gleicht für die Elbriesen einem Befreiungsschlag nach den beiden deutlichen Auftaktniederlagen zu Hause gegen Nördlingen und der Klatsche in Ehingen. Im vierten Viertel hatten wir uns genau den Saisonstart angemerkt, da sind alle sehr, sehr nervös geworden. Wie das eben ist, wenn man unbedingt gewinnen will und dann natürlich auch den Druck fühlt.
Am Ende sicherlich mit Glück. Daniel Krause macht da einen riesen Wurf rein. Der Gegner wirft, der Ball guckt nochmal tief in den Ring und plumpst wieder raus. Aber Arbeitssieg. Ich denke, wir haben uns den im Training erarbeitet. Die Mannschaft hat da ihre Sache gut gemacht. Und wenn wir so spielen wie in der ersten Hälfte oder auch im dritten Viertel, dann sieht das in den kommenden Spielen auch ganz gut aus. Nächste Probe zur Bestätigung ihrer Leistung bekommen die Titans bereits am kommenden Samstag bei den noch bisher sieglosen BIS Baskets in Speyer.